Gepriesen sei Allah. Gepriesen sei Allah, dem sich jeder in den Himmeln und der Erde wiederwirft, ob freiwillig oder widerwillig. Gepriesen sei Allah, der Kenner des Verborgenen und Offenbaren, der Große und Hocherhabene. Gepriesen sei Allah, ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, das sind die Verlierer. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Er ist einer und hat keinen Partner. Er hat dieses Buch offenbart an das Siegel der Propheten und seinem Auserlesenen Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, der Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Dieses Buch wurde offenbart als klare Darlegung von allen Dingen und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Allah-Ergebenen. Es ist ein Buch, welches leicht zu lesen ist, um mit ihm Gottesfürchtigen frohe Botschaft zu verkünden und hartnäckige Leute zu warnen. Denn das Hauptziel ist, dass mit ihm die Menschen erinnert werden und die Rechtleitung ihren Weg in die Herzen der Menschen findet. Allah sagt in Surat al-Dukhan: Wir haben ihn in deiner Sprache wahrlich leicht gemacht, auf dass sie bedenken mögen. Ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Er hat die ihm anvertraute Aufgabe erfüllt und uns diese klaren Ayat verkündet und somit Allahs Befehl befolgt. Und wir haben zu dir die Ermahnung hinabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist, auf das sie nachdenken mögen. Zu den klaren Angelegenheiten, die jedem Muslim bewusst sind, gehört, dass der Koran eines der wertvollsten Gunsterweise Allahs subhanahu wa ta'ala ist. Es ist ein Buch voller Zeichen und weiser Sprüche. Ein Buch, das in seiner Wortgewalt die Bücher zuvor und danach dominiert. Vielmehr noch hat Allah dieses Buch in eine Stufe gehoben und es zu einem unanfechtbaren Buch gemacht. Er hat die Menschen und die Dschinn herausgefordert, eine Sure zu erfinden, die dem Koran ebenwürdig ist. Sag, wenn sich die Menschen und die Dschinn zusammentäten, um etwas beizubringen, was diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen bei, auch wenn sie einander Beistand leisten würden. Wenn sich alle zusammentun würden, Menschen und Dschinn, um eine Sura, um eine Ayah zusammenzubringen, die dem Koran ebenbürtig ist, so würden sie es nicht schaffen. Was also, wenn nur eine kleine Gruppe von Menschen es versuchen würde? Somit hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass dieses Buch die Quelle der Weisheit ist. Ein Licht für die Augen und für den Verstand. Ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hierauf ausführlich dargelegt sind von Seiten eines Allweisen und Allkundigen. Ein Buch, welches jedem Menschen, jedem gerechten Menschen und Dschinn zum Glauben führt. Als eine Gruppe von Dschinn die Verse des Korans hörten, sagten sie: Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrik bi rabbina ahada. Wir haben einen wunderbaren Koran gehört, der zur Besonnenheit leitet. So haben wir an ihn geglaubt und wir werden unserem Herrn niemanden beigesellen. Es ist das Buch Allah. Wer damit spricht, spricht nur die Wahrheit. Und wer danach arbeitet, wird belohnt. Und wer danach richtet, ist gerecht. Und wer dazu aufruft, wird auf den geraden Weg geleitet. Liebe Geschwister im Islam, ein Drittel des Ramadans ist nun vergangen. 10 Tage, in denen wir die Möglichkeit hatten, Allah näher zu kommen, in denen wir die Möglichkeit hatten, Allahs Gefälligkeit zu erlangen. Einige von uns haben den Koran durchgelesen, andere die Hälfte, andere sind fleißig und lesen jeden Tag einen Juz, wieder andere hinken nach oder hinken hinterher. Und viele von uns haben es bisher versäumt, das Buch Allahs zu öffnen und das Buch Allahs zu lesen und versuchen zu verstehen. Nutzt diese Zeit aus, liebe Geschwister, denn es ist eine wertvolle Zeit,
die sehr schnell voranschreitet. Und wer es verpasst, nach dem Koran zu leben, wer es verpasst, den Koran für sich als Lebensgrundlage zu nehmen in diesen heiligen Tagen, der hat vieles verpasst, liebe Geschwister. Deshalb haltet euch an den Koran und gehört nicht zu denen, die, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam klagt, wo er sagt, O mein Herr, mein Volk mit diesem Koran unter Missachtung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen machen lassen, die den Koran wertschätzen und die den Koran bei Tag und bei der Nacht rezitieren. Liebe Geschwister, dieses Buch ist eine Heilung. Dieses Buch ist eine Heilung von verschiedenen Krankheiten. Es wird benutzt in verschiedenen Gesundheitslesungen, in verschiedenen Lesungen, um Menschen damit mit Allahs Kraft zu heilen. Wisst ihr, was die schwerwiegendste und die Volkskrankheit in diesem Land ist? Es ist nicht Krebs, es ist nicht eine körperliche Krankheit, es ist die seelische Krankheit. Es sind Depressionen. Mehr als 4 Millionen Menschen leiden in diesem Land an Depressionen. Diese Krankheit führt noch mehr als Rauchen und noch mehr als Krebs zum Tod oder zu einer Vernichtung eines Menschen und einer Familie. Und wir kennen diese Geschichten. Es gehört zur Gesetzmäßigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Menschen prüft. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah At-Tur, Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Alif Lam Mim. Meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Die sechste Säule des Islams oder des Imans ist nicht umsonst der Glaube an die Vorherbestimmung, an das Schicksal des Guten und des Bösen. Warum? Weil wir, wie vorhin gesagt haben, dies eine Gesetzmäßigkeit ist, dass Menschen nicht nur Gutes erleben in ihrem Leben, sondern teilweise auch geprüft werden. Und jeder von uns soll wissen, dass sein Nachbar, dass sein Bruder geprüft wird. Selbst wenn es so scheint, als ob es ihm gut geht, so wird er mit dieser Sache geprüft, dass es ihm gut geht. Oder er wird geplagt durch Angst und Furcht davor, dass er diese guten Dinge verliert. Das heißt, denke nicht, dass du derjenige bist, der als Einziger auf dieser Welt ist und geprüft wird. Jeder von uns geht so einer Prüfung oder mehreren Prüfungen in seinem Leben nach. Allah subhanahu wa ta'ala hält fest, dass die Menschen, sobald es ihnen gut geht, bereit sind zu danken. Aber sobald es ihnen schlecht geht, sie bei Allah subhanahu wa ta'ala die Schuld suchen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Was nun den Menschen angeht, wenn sein Herr ihn prüft und ihn dabei freigebig behandelt und ihm ein wonnevolles Leben verschafft, so sagt er, mein Herr behandelt mich freigebig. Was ihn aber angeht, wenn er ihn prüft und ihm dabei seine Versorgung bemisst, so sagt er, mein Herr setzt mich einer Schmach aus. Das ist nicht die Eigenschaft eines Gläubigen, liebe Geschwister. Vielmehr zeigt der Gläubige Dankbarkeit im Guten und Standhaftigkeit in den Prüfungen. In vielen Predigten und Vorträgen sprechen wir über die Standhaftigkeit und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns prüft, dass wir vor Allah subhanahu wa ta'ala diese Prüfungen auch annehmen müssen und standhaft sein müssen. Diese Ratschläge sind wichtig, jedoch müssen wir wissen, dass es Menschen gibt, die dennoch leicht beeinflussbar sind, leicht Schwäche zeigen und womöglich an Depressionen leiden. Dieses Leid betrifft nicht nur die Nicht-Muslime, sondern auch unter unseren Geschwistern. Unter den Muslimen gibt es Menschen, die daran leiden. Und da schauen wir in den Koran und sehen, wie wundervoll Allah subhanahu wa ta'ala dieses Problem löst, wenn man den Koran mit richtigem Verstand liest.
Wir lesen den Koran oftmals, um den Ajr zu bekommen. Die einzelnen Buchstaben, die ich lese, ich weiß, ich werde dafür belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir vergessen oftmals, tiefgründig zu lesen und auch zu verstehen. Selbst die Suren, die leicht für uns sind, die meisten von uns, wenn nicht alle, kennen, lesen wir oftmals nicht mit dem Verstand, dem man da herangehen müsste. Und hier nehmen wir ein Beispiel des Propheten alayhi salatu wassalam. Eines Tages verabredete er sich mit Jibril alayhi salam für eine Lesung oder für eine Offenbarung, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala zukommen lässt. Doch als dann der Termin kam, erschien Jibril nicht. Und es war kein Problem, dass der Wahi, die Offenbarung, ein paar Tage aussetzte. Was ein Problem für den Propheten sallallahu alaihi wasallam war, ist, dass Jibril nie seine Versprechen bricht. Dass Jibril immer, wenn er sagt, er kommt, dann kommt er. Doch an dem Tag kam er nicht. Und dieser Bruch hielt über einige Tage. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam immer mehr in Angst, immer mehr in Kummer, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn womöglich verlassen hat. Selbst die Mushrikin, die haben es ausgenutzt, um sich lustig über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu machen und Schadenfreude zu zeigen. Und das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann, ist, wenn der Feind schadenfroh ist über eine gewisse Prüfung. Sodass die Frau von Abu Lahab zu ihm kam und ihm sagte, was ist los mit dir? Ich sehe deinen Satan nicht, dass er zu dir gekommen ist. Das heißt, du kommst uns nicht mit deinen komischen Versen und machst dich über ihn lustig. Nach einigen Tagen kam dann die Erlösung von Allah subhanahu wa ta'ala mit wundervollen Ayat, die meisten von uns, wie gesagt, auswendig können. Allah subhanahu wa ta'ala kommt mit einem schönen Wort und sagt, Wadduha, bei der Morgenhelle. Allah schwört, bei diesem Tagesabschnitt, an dem das Sonnenlicht die Erdoberfläche überflutet und die Erde in ihrer schönsten Tageszeit erscheint. Es ist noch kühl, aber es ist hell. Diese Zeit ist die Zeit, an der man sich zur Arbeit macht. Eine Zeit, in der man aktiv ist und seinen Pflichten nachgeht. Öffne deine Augen, o Muhammad, öffne deine Augen, o Muslim, und schaue zur Sonne und zu diesem wunderschönen Morgen und wisse, dass das Leben nicht ewig dunkel ist. Dann schwört Allah subhanahu wa ta'ala beim Gegenteil dieser Zeit und er sagt, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Ebenso ist die Nacht ein Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und es ist die späteste Zeit in der Nacht, die letzte Zeit in der Nacht, bevor diese Morgenhelle erscheint, bevor es wieder Tag wird. Ebenfalls zu dieser Gesetzmäßigkeit des Lebens gehört, dass es mal dunkel ist, mal hell ist. Und dennoch ist es eine Zeit, in der es Sakan gibt, in der es eine Ruhephase gibt, die der Mensch erlebt, indem er sich im Schlaf befindet oder womöglich, wenn er genug Iman hat, zwischen Allahs Händen betet und ihn anfleht. Nach jeder langen Nacht erscheint die Sonne. Nach jeder Prüfung kommt die Erleichterung. Inna ma'al usri yusra, wahrlich, mit der Erschwernis, mit der Prüfung kommt die Erleichterung. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Tröstende Worte an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die aber auch für jeden von uns gelten, der sich in einer schwierigen Situation befindet. Allah hasst dich nicht. Allah liebt dich und glaube daran und lasse dich nicht von deinem Glauben abbringen. Lasse dich nicht durch deine Ängste in ein Ungleichgewicht bringen, sondern bleib gefasst und wisse, dass die Erleichterung insha'Allah von Allah subhanahu wa ta'ala kommen wird. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Selbst wenn diese Prüfung dein ganzes Leben lang durchgeht, so gibt es ein Jenseits. So wisse, dass die Erleichterung, dass die Erlösung kommen wird, ohne Zweifel, wenn du an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst. Spätestens im Jenseits. Selbst wenn du hier ein schweres Leben erlebst, mit womöglich Armut und Krankheit und Furcht, so wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich ein Leben im Jenseits vorbereitet hat, wo du all diese Kummer und all diese Furcht und all diese Armut nicht mehr erleben wirst.
ولسوف يعطيك ربك فترضى. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du zufrieden sein. Zufrieden im Diesseits, aber wie gesagt, die richtige Zufriedenheit kommt erst, wenn wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und für diese Standhaftigkeit und diese Geduld auch von Allah tabaraka wa ta'ala belohnt werden. Dieses Versprechen ist das Beste, was man jemandem, der an womöglich Depressionen oder psychischen Krankheiten leidet, sagen kann. Allah subhanahu wa ta'ala hält dir etwas vor und er behält für dich etwas vor und er wird dir das insha'Allah im Jenseits spätestens geben. Sei standhaft, halte diese schwere Situation aus und wisse, dass der Faraj, die Erlösung von Allah, bald kommen wird. Und dann erinnert Allah subhanahu wa ta'ala ihn, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, an die Gaben, die er ihm erwiesen hat und die vielleicht ein Mensch schnell vergessen kann. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? In frühem Alter hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine beiden Eltern verloren. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm seinen Großvater gegeben und anschließend seinen Onkel, die ihn mit der besten Art und Weise aufgenommen haben und die ihn mit der besten Art und Weise erzogen haben. Und somit hat er ihm etwas gegeben, nachdem er ihm seine Eltern genommen hat, hat er ihm etwas gegeben, seinen Onkel und seinen Großvater, die ihn erzogen haben, die ihn zu einem guten Menschen gemacht haben. Daran erinnert ihn Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch wir müssen an Allahs Gunst denken, die er uns erwiesen hat, als er uns Zuflucht verschafft hat, in dem Alter, in dem wir uns nicht um uns selbst kümmern konnten, durch unsere Eltern in erster Linie, und diejenigen, die vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht haben wie unser geliebter Prophet alayhi salatu wassalam, durch die Institutionen, durch die Menschen, die einen aufgenommen haben, die einem auch ein Heim gegeben haben. Eine Gabe, an die wir oftmals nicht denken oder sie nur im Hinterkopf behalten, als sei das eine Selbstverständlichkeit. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Und dich irregehend gefunden hat und dann rechtgeleitet. Ohne Allahs Rechtleitung wären wir verloren. Welche Gunst ist größer als die Gunst der Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auf der Suche, doch er fand nicht, er wusste nicht wohin. Und erst als die Offenbarung kam und erst als die Rechtleitung kam, wusste er, welchen Weg er gehen muss. Er glaubte an Allah subhanahu wa ta'ala, aber er wollte mehr. Er war noch verloren. Und Allah subhanahu wa ta'ala kam und hat ihm die Rechtleitung gegeben. Du, lieber Bruder, der als Muslim geboren ist oder der die Rechtleitung gefunden hat, der soll Allah subhanahu wa ta'ala Tag und Nacht danken. Und du, lieber Bruder und liebe Schwester, die womöglich an schweren psychischen Leiden zu tragen haben oder womöglich Depressionen haben, denke daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vieles gegeben hat und dass er dich nicht vergisst. Das hat er gezeigt, indem er dir sagt, er hat dich als schwachen Menschen gefunden und hat dir ein Heim gegeben. Er hat dich als Irregehenden gesehen und hat dir Rechtleitung gegeben. Und er hat dich وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Und er hat dich arm gefunden und dann reich gemacht. Reichtum ist nicht nur oder ist nicht das Geld, was ich habe, sondern dass ich mich entsagen kann von der Dunya und zufrieden bin mit dem, was mir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Selbst wenn es wenig ist, so bin ich reich, denn mir reicht das, was Allah subhanahu wa ta'ala mir gegeben hat. Ich bin zufrieden mit dem, was er mir bestimmt hat. Und das ist viel besser als der materielle Reichtum, den vielleicht der ein oder andere erlebt und der ein oder andere womöglich nicht erlebt. Denkt an Allahs Gaben und daran, wie es euch wohl gehen würde, wenn Allah subhanahu wa ta'ala euch und euren Eltern nicht den Weg geebnet hat, beispielsweise in diese Länder zu kommen und ihr womöglich in ärmeren Ländern und unter ärmeren Umständen hättet leben müssen. Denkt daran, dass es eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala ist und ihr jetzt verantwortlich seid, dass ihr eure Religion und die Religiosität hier in diesem Land auch weiterhin praktiziert. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat euch aus schwierigen Situationen womöglich gerettet, die euch viel größere Probleme im Leben bereitet hätten. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns an die Gaben erinnert, gibt er uns Tipps zur Behandlung von Depressionen. Er sagt, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
Was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Behandle Weise nicht schlecht und mache sie nicht traurig. Ihr kennt die Ayat im Koran, die über Weise sprechen und was für eine schmachvolle Strafe jemanden womöglich erwartet, der das Hab und das Eigentum der Weisen verzehrt und für sich nimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn verbannt in der Hölle. Und ihr kennt auch die Hadithe, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn dein Herz hart ist, so streiche über den Kopf eines Weisen. Denn es hat eine wechselseitige Beziehung. Das Kind, dieses Waisenkind, wird dadurch getröstet und du machst dein Herz dadurch weich, indem du Liebe und Zuneigung diesem Menschen, diesem armen Menschen und schwachen Menschen gegenüber bringst. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Wenn dich ein Bettler fragt, so sei freundlich zu ihm, selbst wenn du ihm nichts geben willst. Wie oft sehen wir das, auch von uns Muslimen, wenn wir aus den Moscheen rausgehen oder in der Stadt sind, dass wir manchmal genervt von diesen Menschen sind und sie in einer schlechten Art und Weise abweisen. Nein, selbst wenn du ihm nichts geben willst, so lächle ihn an, sag Barakallahu fiek und so weiter. Versuch eine gute Art und Weise zu finden, wie du diesem armen Menschen sagst, dass du ihm nichts gibst, oder gib ihm etwas und wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir viel mehr zurückgeben wird. Und dann wird die Sura abgeschlossen mit dem Aufruf, dass man über seine Gunst, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, sprechen soll. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Es ist sehr hilfreich, wenn man über die Gunsterweise Allah subhanahu wa ta'ala spricht und somit die Prüfungen in sich unterdrückt und ihnen nicht die Möglichkeit gibt, dass sie die Psyche des Menschen für sich einbenehmen oder sich da ausbreiten. Wenn man diese Sure und ähnliche mit einem solchen Verständnis liest, wird man immer sehr schnell seine Probleme überwinden, inshallah. Deshalb, liebe Geschwister, nutzt diesen Ramadan, um mit so einem Verständnis den Koran zu lesen. Ihr werdet viele Suren sehen und lesen, die eine ähnliche Wirkung haben. Wenn wir Surat Yusuf lesen, Surat Yusuf ist eine sehr schöne Sure, mit einer sehr schönen Geschichte dieses ehrenvollen Propheten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala seinen Segen über ihn bringen. Aber wir sehen auch, wenn wir diese Parallelen finden, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten mit dieser schönen Geschichte auch tröstet und ihm sagt, Yusuf war auch schwach und wurde vertrieben. Yusuf war auch schwach und wurde von seinen engsten Leuten, seinen Geschwistern und anschließend auch seinem Ziehvater und seiner Ziehmutter schlecht behandelt, bis er sogar ins Gefängnis kam, was der Prophet so nicht erfahren hat. Aber Yusuf kam zurück an seinen Ort oder hat seine Familie wiedergefunden und wurde mit ihnen vereint, als jemand, der geehrt wurde von Allah subhanahu wa ta'ala. So wisse, nach all diesen Prüfungen, die du erlebst, O Muhammad alayhi salatu wassalam, wirst du ebenfalls die Kraft und den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala erleben und du wirst auch gute Zeiten erleben. Und das haben wir gesehen in der Geschichte des Propheten sallallahu alayhi wasallam. Er wurde schlecht behandelt, wurde verfolgt, seine Gefährten wurden gefoltert und er ist ausgewandert und lebte teilweise in Angst und Furcht, dadurch, dass es Krieg gab und dadurch, dass es Shuhada und Tote gab. Und anschließend aber kam Fatah Mekka und Mekka gehörte den Muslimen. Und somit hat Allah subhanahu wa ta'ala nach all diesem Leid dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Leben mit dem Sieg abgeschlossen. So musst du denken, positiv denken. Selbst wenn es nicht in diesseits ist, so arbeite du und wisse, dass es ein Resultat geben wird, ein Erfolg geben wird, entweder im diesseits und jenseits oder spätestens im Jenseits und für deine Geduld wirst du insha'Allah von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, die das Wort hören und dem Besten darin folgen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعلي كلمة الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بهم سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم اللهم فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم اللهم فرج عن المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن فلسطين وعن الفلسطينيين ما يعانوه يا أكرم الأكرمين اللهم فرج عن أهل الشام وعن أهل مصر وعن أهل ليبيا وعن أهل المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون